von Goethe aus den Karlsbader Gesprächen 1806. Gespräch mit einem österreichischen General. Gab's schon damals. In meiner Art, auf- und abwandelnd, war ich seit einigen Tagen an einem alten Manne von etwa 78 bis 80 Jahren häufig vorbeigegangen, der auf sein Rohr mit dem goldenen Knopfe gestützt dieselbe Straße zog, kommend und gehend. Ich erfuhr, er sei ein vormaliger hochverdienter österreichischer General aus einem alten, sehr vornehmen Geschlechte. Einige Male hatte ich bemerkt, dass der Alte mich scharf anblickte, wohl auch, wenn ich vorüber war, stehen blieb und mir nachschaute. Indes war mir das nicht auffallend, weil mir dergleichen wohl schon begegnet ist. Nun aber trat ich einmal auf einem Spaziergang etwas zur Seite, um, ich weiß nicht was, genauer anzusehen. Da kam der Alte freundlich auf mich zu, entblößte das Haupt ein wenig, was ich natürlich anständig erwiderte, und redete mich folgendermaßen an. Nicht wahr? Sie nennen sich von Goethe. Schon recht. Aus Weimar. Schon recht. Nicht wahr? Sie haben Bücher geschrieben. Oh ja. Und Verse gemacht. Auch. Es soll schön sein. Haben Sie denn viel geschrieben? Es mag so angehen. Ist das Versemachen schwer? So. Es kommt wohl halt auf die Laune an, ob man gut gegessen und getrunken hat, nicht wahr? Ja, es ist mir fast so vorgekommen. Na schauen's, das sollten Sie nicht in Weimar sitzen bleiben, sondern heute nach Wien kommen. Ja, hab auch schon daran gedacht. Nur schauen's, in Wien ist gut, es wird gut gegessen und getrunken. Und was, man hält was auf solche Leute, die Verse machen können. Ja, und desgleichen Leute finden wohl gar, wenn sie sich gut halten, schauen Sie, und zu leben wissen, in den ersten und vornehmsten Häusern Aufnahme. Kommen's nur, melden sich bei mir, ihr Bekanntschaft, Verwandtschaft, Einfluss. Schreiben Sie nur Goethe aus Weimar, bekannt von Karlsbad her. Das Letzte ist notwendig zu meiner Erinnerung, weil ich heute viel im Kopf hab. Werde nicht verfehlen. Aber sagen Sie mir doch, was haben's denn geschrieben? Ja, mancherlei, von Adam bis Napoleon, vom Ararat bis zum Blocksberg, von der Zeder bis zum Brombeerstrauch. Es soll heut berühmt sein. Ja, leidlich. Schade, dass ich nichts von Ihnen gelesen und auch früher nichts von Ihnen gehört habe. Sind schon neue, verbesserte Auflagen von Ihren Schriften erschienen? Oh ja, wohl auch. Und es werden wohl noch mehr erscheinen? Ja, das wollen wir hoffen. Ja, schauen Sie, da kaufe ich Ihre Werke nicht. Ich kaufe halt nur Ausgaben der letzten Hand. Sonst hat man immer den Ärger, ein schlechtes Buch zu besitzen oder man muss dasselbe Buch zum zweiten Mal kaufen. Drum warte ich, um sicher zu gehen, immer den Tod der Autoren ab. Ehe ich Ihre Werke kaufe. Und von diesem Grundsatz kann ich halt auch bei Ihnen nicht abgehen.